Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich fange immer gleich an, aber ist mir egal. Es gibt heute wieder Layla Time. Ihr wisst, jetzt gibt es eine Reaction von Krassklassenfahrt. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und ich habe hier ein paar Kekse. Leute, ich bin fix und fertig. Ich weiß, ich sehe nicht so aus, aber ich war gerade beim Sport und das über 1,5 Stunden. Und dann habe ich mich nochmal für euch frisch gemacht. Also allein das verdient schon Glocke aktiv. So Leute, wir fangen an mit, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viel, ich glaube die 7. Folge. Und es wird ja immer mehr interessanter, alles entpuppt sich immer mehr. Und ich bin auf jeden Fall voll dabei. Es entschuldigt trotzdem nicht, dass er ein Arschloch ist. Arschloch darfst du nicht sagen. Doch, Jojo. Man darf Arschloch sagen, aber man sollte keins sein. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Mom. Mom. Das war der Nee-Junge. Kennt ihr den? Der so sagt, lügen darf man nicht. Nee. Leute, ich bin hier die ganze Zeit am Fressen. Mama, ich habe auch wirklich Hunger. Eigentlich kann ich mich jetzt gleich umbringen. Warum? Warum kiffen die denn so viel, ey? Man, wegen dem Song. Ich meine, keiner sollte die Seite an mir kennenlernen. Also ich bin ganz ehrlich zu dir, ich feiere den Song eigentlich. Es geht ins Ohr. Ich weiß nicht. Es gibt noch Schlimmeres. Ja? Mach dir deswegen keinen Kopf, auf jeden Fall. Ja. Da hat er recht. Hier, willst du noch? Ich habe eigentlich ein viel größeres Problem. Meine Freundin, ne, die Julia, die hat einfach einen anderen Typen geküsst. Was? Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Oh mein Gott. Kein Mädchen steht auf einen Jungen, der weich ist. Ich meine, ein Fuckboy-Image ist halt unsympathisch, aber das ist dann halt einfach so. Alter, ich habe die ganze Zeit vor meinem inneren Auge, wie Julia diesen Mac-Larry küsst. Was ein Larry. So ein Spast, ey. Leute, die sind richtig in der Scheißstimmung. Wir müssen denen wieder gute Laune machen. Beiden ist etwas Blödes passiert, aber ganz ehrlich, jetzt weiß wenigstens Heidi, wie süß er sein kann. Und vielleicht war das ja der Grund, dass sie gar nichts von ihm wollte. Hat sie ja gesagt, weil er ein Fuckboy ist. Aber eigentlich ist er ja kein Fuckboy. Und das heißt, sie können doch zusammen sein. Und mit der Julia weiß ich auch nicht, was ihr Problem ist. Also was falsch da bei ihr ist. Wirklich ein netter Junge. Sorry, ich kann später nochmal kommen. Komm rein, bist du sicher? Ja. Okay. Na, schnell. Okay, alles gut. Hey Leute, ganz kurz, ja. Für alle Russen unter euch, kennt ihr diese Dinger? Das sind so russische Süßigkeiten und oh mein Gott, die sind so lecker. Ich liebe die, ich esse die immer. Also schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr die hier kennt. Oh, komische Situation, würde ich sagen. Ich glaube, Ich glaube, ich empfinde mehr für dich als Bruder. Ach was! Er wusste das doch. Er hat das doch den Leuten gesagt in der letzten Folge. Jojo! Was macht der? Wieso hat der zwei... Wie viele hat er von denen? Muss man so viele besitzen? Ich weiß es nicht. Aber es ist cool. Jojo! Hey, Alter. Wenigstens hat er ein Hobby. Ach scheiße, sind das viele Drachen! Mein Gott! Krass! Ist alles dein oder was? Vorsichtig, da ist ja noch ein. Ich sag dir was. Im Knast, ne? Da war das auch wie so eine eigene Währung, die Drachen. Wir haben alle Drachen steigen lassen, wir die höchsten Drachen hatte. Der hatte quasi, es war so wie so ein Schwanzvergleich im Knast quasi mit den Drachen. Hatte ich so. Ja, die Drachen sind mega cool. Also ich hab die auch schon alle vorbereitet. Das muss man so dazwischen machen. Ey, was? Ich helf dir. Ich kann dir helfen. Lass mal gleich in den Garten gehen. Ist ein bisschen verheddert hier, ne? Wirklich? Was denn mit Nele los? Ich glaube, sie ist voll... Leute, ich habe vergessen, wir müssen dann nochmal den Namenscheck machen. Ja, wir machen dann den Namenscheck. Ja, das, genau. Ja. Der ist schon soweit fertig. Mhm. Da muss man das Band dran und dann... Du hilfst ihm? Darf ich auch helfen? Klar. Ja. Mein Gott. Cool. Ja. Und sind wollen wir nachher steigen lassen gehen? Ja. Unbedingt. Ja. Das wäre richtig schön. Sind die von deinen Eltern oder wo hast du die her? Ja, ich bin früher ganz oft mit Papa Drachensteigen gegangen. Okay, cool, cool. Was machen deine Eltern so beruflich? Die sind Geheimagenten. Okay.
Warte mal, was hat er, ganz kurz, Analyse Sherlock Layla kommt jetzt ins Spiel. Was hat er denn? Das ist doch so ein Herzfrequenzenstrich. Nennt man das so? Und Herz, ich glaube, McClary ist verliebt. Ich sag doch, das ist immer nach seiner Stimmung. Wie dieses Mood-Parfüm, das, was er vorgestellt hat. Dieses eine da, das man irgendwie je nach Stimmung riecht. Das ist genau das, Leute. Das ist aber das ist ein Geheimnis, also das darf niemand wissen. Genau, das muss unter uns bleiben. Ja, sehr keine Sorgen. Einfach keiner Fingerspur auf. Das ist gar nicht verraten. Keiner Fingerspur auf deine Eltern als deine Agenten. Oh mein Gott, ich mache auch immer voll gerne kleiner Fingerspur. Ihr schwört? Also der McClary wird mir immer ein bisschen sympathischer, muss ich sagen. Der mag Jojo, das ist schon mal gut. Na? Nee. Bleib. Nein, geh weg. Ach, Schatz. Du weißt ganz genau, ich fühle mich gerade nicht wohl damit. Ich will das jetzt erst geklärt haben, okay? Was denn? Ich will das Ganze nicht mehr. Du mit diesem ständigen Ja, dem Jungen und dem Jungen, das tut unserer Beziehung einfach nicht gut. Das treibt uns auseinander, das brauchen wir gar nicht. Pass auf, wir sind schon seit 7 Jahren zusammen. Und unsere Beziehung braucht mal ein bisschen Auflockerung und irgendwie... Ich will das aber nicht. Ich will eine normale Beziehung führen. Mhm. Wie jeder andere auch. Ich kenne dich gar nicht mehr, habe ich das Gefühl. Früher war alles viel besser. Ja, aber früher waren wir auch noch kurz zusammen und hatten noch nicht diese Gewöhnung und diesen Alltagstrott in unserer Beziehung. Aber wenn es dir so nicht passt, dann passt es vielleicht einfach nicht mehr. Dann, ich will das halt einfach alles nicht. Okay, aber du hattest es vorgeschlagen und deswegen habe ich das gemacht. Aber ich habe es vorgeschlagen, aber das war gar nicht so gemeint. Du hast mich da viel zu sehr reingebracht. Ich wollte das gar nicht. Ich wollte dir mal einen Gefallen tun, aber das geht nicht. Ich habe wirklich keinen Plan, was da gerade passiert ist. Wir hatten den heftigsten Streit unserer ganzen Beziehung. Ich war kurz davor, Schluss zu machen. Und dann einfach das. Es war so unfassbar. Das war gerade so magisch. So eine Energie habe ich noch nie gespürt. Also nicht falsch verstehen, aber sowas hatte ich einfach noch nie. Madison. Du zeichnest? Ich will mal wissen, was sie zeichnet. Ach so. Was machst du da? Weißt du, warum ich dich so gern hab? Alle anderen Mädchen labern mich immer voll. Ich mag dich das nicht gerne. Das stimmt wortwörtlich. Wenn du möchtest, dann lass uns mal auf ein Date gehen oder so. Ja? Du musst schon Ja sagen. Wir wissen alle, dass du reden kannst. Versuch dich für mich zu überzeugen. Du kannst doch reden. Versuch's, komm. Einfach mal Ja sagen. Ich möchte dich einmal reden hören. Einmal. Ich finde, er sollte sie nicht so unter Druck setzen, weil dann fühlt sie sich ja noch unwohl. Wisst ihr, was ich meine? Ja, verdammt. Ich will auf ein Date mit dir. Ich mag dich doch. Warum habe ich es dir nicht gesagt? Leute, streicht euch das in euren Kalender. Madison hat geredet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für eine schöne Stimme. Zentral an Pilot Jojo. Alles startklar? Alles Roger. Okay. Sie müssen jetzt auf die Startbahn, Pilot Jojo. Okay. Okay, Pilot Jojo, Düsen auf 100%. Sind auf 100%. Okay. T-minus 3, 2, 1. Go! Wie hoch er fliegt, McClary! Wie süß, oh mein Gott. Los! Ah, oh, wie süß! Oh nein, das steckt fest. Jojo! Das war der absolute Wahnsinn! Fliegen ist wirklich das Schönste auf der Welt! Man kann einfach so hoch, alle Lebewesen, die fliegen können, die haben das schönste Leben, etc. Was hat er gesagt, etc.? Warum sagt er das? Jeder hat eine zweite Chance verdient und mittlerweile kann ich auch gar nicht mehr glauben, dass McClary wirklich im Knast war. Also er ist ja wirklich so ein netter und aufrichtiger ich auch. Typ. Mann, Junge, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du, ich wollte dir noch sagen, ich nehme deine Entschuldigung an. Das freut mich. Und mit einem Date wäre ich auch einverstanden. Oh, diesmal verlieben sich alle so.
das war's mit der Folge, Leute. Wir gucken nicht, was als nächstes passiert, weil wir lassen uns immer überraschen. Jetzt kommt noch der Namenscheck. Okay, also Stanley, Heidi, Nele, Kalbsfleisch. Wieso vergesse ich immer seinen Namen? Madison, Julia, Fly, Karina, McLary, Joel und Jojo. Und sein Name ist noch, ich weiß es nicht, Leute, Tim oder so? Schreibt mir in die Kommentare, ich weiß nicht. Aber das nächste Mal, versprochen, 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 weiß ich alle. Jetzt wusste ich nur einen nicht. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch mega gut gefallen. Hinterlasst mir einen Daumen nach oben und vergesst nicht zu abonnieren und auf die Glocke zu aktivieren. Denn, wie gesagt, wir steigen jeden Tag ein bisschen mehr. Und ich finde das einfach so krass, was so ein Video bei euch irgendwie, dass sowas so gut ankommt. Und ich habe noch ein paar coole Ideen, was ich mache. Ich weiß, ich sage das schon ein bisschen öfter. Aber glaubt mir, es werden richtig coole Sachen noch. Deswegen, ihr müsst meinen Kanal weiterverfolgen. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!